Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit gebrüllter Gladiatorengeheuer gegen Giftdrache. Gut, meine Marken werden hier ziemlich wenig bringen. Obwohl, ja, nein, das stimmt nicht ganz. Na komm, kämpf mit mir. Dann kannst du doch deine Effekte benutzen. Der ist aber irgendwie ein bisschen... Ah, nein. Warum ist der so stark? Ach, der dumme Fisch. Fischi. Ja, dann und ich mal die Lilienkobra, die mir dann wieder um was holt. Ich glaube, ein paar Gladiatoren-Ungeheuer sind auch Finsternis, oder? Unter Umständen. Ich glaube, einer der Fusionsmonster ist Finsternis. Oh ja, den aktiviere ich gern. Dann machen wir zumindest etwas.
Okay. Und als Spezialbeschwörung beschwöre ich ihn. Hatte ich ja vorher vielleicht ein bisschen gut gewesen. Also die Tatsache, dass du mir ATK abziehen konntest. Wenden wir es. Okay, ja. So, nur zur Frage. Die Gladiatorenungeheuer, müssen die generell einfach kämpfen oder müssen die mit einem Monster kämpfen? Kennst du die aber nicht? Ich bin mir gerade nicht mehr so 100% sicher, aber ich meine, die müssen einfach nur kämpfen, ne? Und sie müssen natürlich noch am Ende stehen bleiben. Am Ende der Battlephase. Ah, ja, okay, der kämpft drüber, aber das ist auch nicht so geil. Der Bär. Ach, naja, egal. Der Bär. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich sehe diese anderen Monster nicht. Ohne weitere Umschweife. Thank you.
Ja, aber du lebst noch. Wow. Also das ist ja mal ein praktisches Fahrrad. Das kann sich selbst wieder aufstellen. Das Fahrrad. Oh, was? Ich brauch doch was, was mir was bringt, Mann. Ich meine, ich kann das. Ja. Oh, man. Mann, ich wäre sowieso tot, also wahrscheinlich ist es vielleicht nicht die dümmste Idee, das zumindest zu probieren. Du willst doch jetzt nicht aber crashen. Ich meine, crashen würde eigentlich heißen, dass beide kaputt gehen. Und hier geht definitiv nur einer kaputt. Ja, das stimmt. Ah, okay, dann. Aber ja, alles egal. Falls du mich. Ja, denke ich, also, falls du mir gar nicht nehmen. Ja. Du kriegst jetzt zwar, glaube ich, noch eine Marke für deinen Feldzauber, aber. Okay, warte mal, ich drücke jetzt mal Nein und Main Phase 2. Zählt das schon? Nein, das zählt noch nicht als angegriffen. Okay, ja, gut zu wissen. Naja. Ja, okay, aber aktivieren du es trotzdem noch. Ja gut, dann sollst du jetzt keinen Kampfschaden mehr kriegen. Aber ich kann ja immer noch verbannen. Oder kriegst du jetzt nur Kampfschaden? Nein. Es ist theoretisch ein Waboku für Gladiatorenungeheuer.
Ah, gut zu wissen. Ich hätte es aber benutzen können zum Crashen, ohne kaputt zu gehen. Und dann hätte ich Augustus beschwören können. Wenn Augustus mal meine Hand beschwören können, dann hätte ich für sie nehmen können. Kontakt fusionieren. Naja. Ja, aber ich habe eine Diffusion. Oh. Ja, okay, das wäre wahrscheinlich dann nicht so gut. Okay. Guck mal hier, ist das nicht praktisch? Sogar was werden. Schauen wir mal. Warte. Es fehlen genau 100, kann das sein? Da willst du aber sowieso nicht mal hin. Mein Gott, ist so schade. Es fehlen nicht nur 100. Du verlierst ja 1000, wenn du mich angreifst und ich kriege 1000. Achso, der Scheißdreck hast du ja auch, oh Mann. Ja, dann hilft nur die defensive Taktik im Fall, aber ich kann natürlich auch nicht den One benutzen. Das kann doch nicht wahr sein. Ah ja. Der Versuchsaffe. Der gar nicht mal so praktisch ist. Ich meine, du kannst dann gleich eine Kontaktfusion machen. Ein bisschen stärker. Wenn ich ihn nicht einfach verbannen würde. Ich meine, so einfach kann ich eine Kontaktfusion auch nicht machen, weil ich... Hast du hier nicht irgendwie einen, der keinen Effekt hat und der auch nicht zurückgemischt wird? War der nicht relativ einfach zu holen? Ich würde sagen, niemand hier drin ist unbedingt. Also hier, der eine braucht zwei Monster der Stufe 5 oder höher. Und der andere braucht auch drei Monster und einer davon muss Augustus sein, der nicht gerade so niedriges Level ist. Und dann ist der eine mit Spartacus und Gladiatorengeheuer, aber den beschwört man normalerweise nie so. Aber man ihn ja rauscheatet mit der anderen. Ah, das ist echt nicht so.
warte mal. Ja, setzen wir dich. Ja. Das würde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Das Problem ist, wenn ich diese ganzen kleinen Pimpfe spielen würde, dann gebe ich dir Möglichkeiten anzugreifen, um die Gladiatoreneffekte zu benutzen. Das wäre gut. Nein, nein, das wäre nicht gut. Also nicht gut für mich. Sehr gut. Ah ja, dafür ist er kein. Nee. Gerade auch der Versuchsaffe. Im Grunde bringt er dir ja eigentlich so wie nichts. Der einzige, der, glaube ich, was bringt, ist der Versuchstiger und der ist nicht in diesem Deck. Weil ich glaube, den Versuchstiger kannst du als Tribut anbieten und dann direkt ein Gladiatorengeheuer spezial beschwören aus dem Deck. Ich glaube, das so funktioniert. Ah. Extender-Karte. Ach, screw it. Du traust dich eh nicht. Der Fisch ist mir so unfassbar suspekt. Haben die beim Design das einfach vergessen, den Effekt noch da dran zu hängen? Also, es ist übertrieben, da kannst du eine Karte ziehen. Ja, wow, eine Karte ziehen. Ich weiß nicht, ob das spielbar wäre, wenn sein Effekt genauso funktionieren würde wie die anderen Gladiatoren-Ungeheuer. Aber selbst dann, mit 1400 kann er so gut wie nichts reißen. Oh, da ist ja eine verdeckte gerade. Traust du dich? Ich meine, selbst wenn ich sie nicht kaputt mache, das ist ja egal. Das ist es wohl. Aber du gehst kaputt. Das ist ja aber nicht so gut. Da, du bist drauf reingefallen. So, und jetzt hole ich mir mal einen richtigen Beater. Na, das sind noch Zahlen, die ich sehen will. So. Und jetzt. Mal gucken, ob ich das wieder bereue. Probieren wir es mal. Es geht. Ja, die scheinen beide noch im Friedhof zu liegen. Ja, und es ist nichts passiert währenddessen. Joa, gut, bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao.